Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir mal Escape the Iwoki. Das ist ein Spiel, in dem wir in einem Haus gefangen sind, weiß ich nicht. Und wir müssen da von einem Killer entkommen. Ja, und ich würde sagen, wir klicken direkt auf Play. Alles klar. Okay. Also ich höre im Hintergrund jetzt hier nur gruselige Geräusche. Wo bin ich? Was ist das für ein Ort? Ich muss einen Weg hier rausfinden. Eine Taschenlampe, das willkommen Handy. Okay, alles klar. Und wir sind ja also direkt in einem Raum. Okay. Was finden wir hier? Weiß ich nicht, okay, alles klar. Ich öffne mal die einzelnen Schubladen hier, mal gucken, ob wir hier was finden. Kann ich da nicht? Ist ja egal, okay. Also erstmal gehen wir mal aus dem Raum raus, okay. Wie geht das, finden wir denn hier? Ekelhaft, okay. Was finden wir hier? So eine Leiche, die da oben hängt. Geht. Und dann, das ist Kevin allein zu Hause. Kevin einfach mit 3 Augen und dann noch 4 Ohren. Geht. Okay, das nenne ich schon mal richtig ekelhaft. Hier können wir rennen, alles klar, okay. Gut, Leute. Ich bin mega erschrocken, das geht ja gar nicht mehr. Schreibt in die Kommentare, ob ihr euch auch erschrocken habt. Verdammt. Aber Leute, erstmal wollte ich euch noch etwas sagen. Und zwar, Leute, manche Videos lade ich einfach am selben Tag hoch. Ich sage nur, hey Leute, heute spielen wir mal oder was auch immer, weil das viel besser klingen wird. Zum Beispiel meine Minecraft-Videos. Kennt ihr meine Minecraft-Videos? In meinen Minecraft-Videos lade ich manchmal, zum Beispiel ganz viele Minecraft-Videos habe ich mal an einem Tag hochgeladen. Und da sage ich immer, hey Leute, wir spielen heute mal Minecraft, weil das einfach viel besser klingt. Hoffentlich seid ihr nicht böse auf mich. Eigentlich könnte von dem gar nicht böse auf mich sein. Ja, und ich würde sagen, weiter geht's. Okay, try again. Das war gerade ein extrem creepy Jumpscare, verdammt. Meine Güte, okay. Und das hier haben wir schon gesehen, diese Meldung, okay. Ich würde sagen, dieses Mal gehe ich einfach links entlang. Okidoki. Diesmal gehe ich einfach links entlang. Was finden wir hier? Echt auch nichts, okay. Dann geht's hier entlang. Alles klärchen. Was finden wir hier? Nix. Okidoki. Dann war da noch eine Tür. Okay. Öffnen. Oh, no. We'll open after night. Also, es will sich nur in Mitternacht öffnen. Okay, wir können sie vor einer Werbung öffnen. Komm, ich öffne sie jetzt für eine Werbung. Ey, oh nein, ich freue mich nur noch. Über 30 Millionen Kinder können bereits Probleme lösen. Lernen. Kreieren. Also, wenn ihr nicht wissen wollt, codieren. Dann mit CodeSpark Academy. Einfach vorspulen. Ja. Die App, die die Vorbereitung von Kindern auf ihre Zukunft verändert. Codierung für Kinder von 5 bis 9 Jahren. Starte noch heute. Das ist extrem komisch, weil dann wäre das einfach nicht mehr normal. Okay. Alles klarchen. Alles klar. Okay, was finden wir hier? Oh, das ist wahrscheinlich schon ein Secret Room. Ich weiß nicht, was wir hier finden. Was finden wir hier? Oh. Ey, geil. Was ist das? Und dann schließen sich diese Türen. Nee, okay. Was finden wir hier? Öffnen? Okay, was ist damit? I think I need key. Wir haben doch Schlüssel. Habe keinen. Keinen Schlüssel. Okay, ich habe mir das nämlich nur eingebildet, verdammt. Okay, weil. Okay. I need a key. Okay. Alles klar. Was passiert? Warte, kann ich hier öffnen? Was passiert, wenn ich durch diese Tür durchgehen kann? Wenn ich durch diese Tür durchgehe? Nee, kann ich nicht. Okay. Alles klar, Leute. Kann ich nicht. Es passiert nichts, wenn ich durch diese Tür durchgehe. Verdammte Scheiße. Passiert nichts? Okay. Merkwürdig. Weil, wenn sich diese Tür schon Mitternacht öffnet und ich mit nur für eine Werbung öffnen kann am Tag, dann müsste das hier schon ein Secret geben. Ja. Tschüss, liebe Tür. Wenn ich nochmal sehen möchte, was hinter dieser Tür ist, kann ich mir jederzeit noch mal ein Video angucken. Das würde doch niemandem ausmachen. Oh, Scheiße. Das hat uns jetzt da lang gelaufen. Oh nein, 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 oh nein. Nimm mir da, verdammt, die Scheiße. Verdammt, ne? Oh. Was? Das ist du Arschloch! Elender! Hurensohn, du verdammter kleiner Wichser, du verdammter elender Hurensohn. Verdammt, okay. Also Leute, soll ich das Video jetzt schon beenden? Nö, es ging erst zuerst 4 Minuten, Leute. Aber Leute, da dieses Spiel schon so unmöglich ist, soll ich noch einen Versuch machen? Nee, mach ich nicht, okay. Also, ich würde sagen, ich beende jetzt das Video schon, weil. Dieses Spiel habe ich gerade an das Spiel Granny's Mansion erinnert und in diesem Spiel war ja dieselbe Mansion und wenn das Monster wirklich immer links entlang kommt, dann kann ich ja nicht spielen. Ja, okay, aber ihr habt jetzt ja das Haus kennengelernt, das große dicke Kevin allein zu Hause Bild mit 3 Augen und 4 Ohren, ja. Und das Monster kennt ihr jetzt auch schon und den Secret Room und alle Räume, ja. Und ich würde sagen, das war's mit dem heutigen Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch und abonniert diesen Kanal. Das würde mich freuen, sonst wird dieses Monster bald zu Hause noch töten. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüssi.